So, und herzlich willkommen. Vampire's Dawn 51. Abraxas Turm 4 von offen. Weil man weiß ja nie so genau, wie scheiße oder wie asozial der Turm noch ist. So, ich bin jetzt hier in der nächsten Ebene schon drin. Kläglicher Versuch, das Spiel sinnlos zu ziehen. Wie gesagt, hier durch das Dunkle hin und her, das wird mir einfach zu lang. Von daher baue ich hier jetzt einfach durch. So, runter, ganz durch bis zum Boden, dann nach rechts, die zweite nach oben und dann links halten. Und dann ist es eigentlich auch schon. So, die Wege hier sind relativ einfach. Also die, auch die Räume, die dunklen, die sind, wenn man das jetzt auf dem, hier in der Komplettlösung im Aufgelten sieht, sind die gar nicht so tragisch. Aber es sind halt so viele davon. Und das, weil es halt dunkel ist, verliest du einfach die Orientierung. Das ist, ich weiß nicht, da hätten zwei Räume gereicht, doch keine vier. Ich meine, jetzt kommt danach noch einer. Das muss... Ernsthaft. Dann noch so eine Falltür? Nee, das, also ich muss ganz ehrlich sagen, lieber Malex, da noch so eine Falltür reinmachen, da hast du, da wolltest du echt jemanden bluten sehen. Also ich weiß nicht, wer dir damals für diese Falltür in die Eier getreten hat, aber hast verdient. Du weißt, ich finde dich für Vampire's Dawn super, das hast du wunderbar gemacht, das ist ein schönes Spiel, aber Abraxas Turm, damit hast du echt einen Tritt in die Nüsse verdient. Ich hoffe, das war der Grund, warum du das so scheiße und schwer gemacht hast. Nee, eins weiter runter. Das musste nicht sein. Das musste echt nicht sein. Naja, der Wallner kriegt, der Asker hat gerade jetzt ein bisschen auf die Oma gekriegt. Aber das passt noch. Die Elaine macht gleich mal eine Vollheilung. Und dann passt das schon. Oder eine Vampirheilung. Und dann sind die auch wieder fit, die Jungs. So, Blutfilione. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist okay, der braucht nichts. So, hier lang, dann da runter. Und jetzt bloß aufpassen, dass ich nicht wieder durch dieses scheiß Loch laufe. Ich wette mit dir, ich falle nochmal durch ein anderes Loch. Nee, das musste nicht sein. Die Räume so sind schon asozial genug, aber dann noch ein Dingsbums. Ich weiß nicht. So, Todes
Ritter sind im Arsch, das ist wunderbar. Ich muss mal gucken, wann der Wallner Level 49 erreicht. Müsste auch bald, ja, 13 noch. 13.000. Ich gehe jetzt hier so ein bisschen am Rand entlang. Keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht. Ich habe da jetzt aber noch eigentlich keine Lust, da noch mehrere tausend Mal runterzufallen. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Das muss doch nicht sein. Müssten die Löcher mich doch eigentlich... Ich guck mal was. Ich probier mal was. Ihr kleinen Drecksäcke. Ihr Säcke. Ich probier mal was. Haha. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt. So, hier lang. Da runter. Und jetzt... Aha, jetzt können nämlich unten Löcher aufgehen, wie ich will. Ihr Säcke. Ihr Drecksäcke. Ihr dreckigen Bastarde. Oh, das war gemein. Aber wenn ich weiß, dass jetzt hier der Boden kaputt gehen kann, dann ja. Glaube ich lieber mit Fledermaus hier lang. Ihr dreckigen... Oh, ist das mies. Das ist mies. Den Boden noch mit Löchern zu pflastern. Sauhunde. Dreckige. Warum kann ich da nicht einfach über die Löcher fliegen? Hä? Kann mir das mal bitte einer erklären? Bitte in die Kommentare unten erklären, warum ich nicht über die Löcher fliegen kann. Als Fledermaus. Trotzdem, da so Löcher reinzumachen, ich wette mit dir, das ist alles magisch, dass ich auch als Fledermaus hier so ein Loch kaputt machen kann. Hier nicht, hier hoch. Boah. Ich hoffe, du warst sauer, wolltest Frust loslassen, weil dir jemand auf den Sack getreten ist. Hoffe ich. Als du diese vier oder fünf dunklen Räume gemacht hast. Dann verstehe ich es. Wenn nicht, hoffe ich, dass es jemand dafür gemacht hat. Spieler, hey, du hast doch erstellt, ich hab's gespielt, ich hab aber das Turm durch und drauf. Diese verdammte Dunkelheit muss doch bald ein Ende finden. Da hast du vollkommen recht, Wallner. Der Raum ist assi, wenn du ihn nicht siehst. Die Dunkelheit bedeutet nur, dass wir uns im obersten Stockwerk nähern. Okay, die ersten drei nicht. 1, 2, 3. Jetzt hier runter. Durch. Ich könnte natürlich jetzt überall versuchen, hier lang zu eiern und diese Truhen zu finden. Das könnt ihr machen, wenn ihr darauf steht. Bitteschön, wenn ihr auf Erniedrigung und Vergewaltigung eures Könnens und Liebe sehnt, ist eine Sache da. Sieht ja beinahe luxuriös aus. Er muss viel Geld haben, wenn er sich so einen Turm bauen konnte. So, jetzt will ich aber mal speichern hier. Also hier, das ist unglaublich. Unglaublich. So, hier gibt es noch eine Lebensrune. So, was haben wir denn hier? Hier könnte ich mich sogar schon fast umgucken. Gucken, ob es hier irgendeinen roten... Nö. Aber ich sag ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Turm. Den ziehe ich jetzt einfach durch. Hier gibt es bestimmt Höllenfürst und Höllenhund. Alles klar. Lustig. Ich gehe jetzt den Raum nach vorgegebenen Weg ab. Ich gucke da jetzt keine irgendwelchen
Ecken nach verwunschenen Truhen ab. Weil das ist mir zu blöd. Das ist mir echt zu blöd. Mittlerweile habe ich keinen Bock mehr auf den Turm. Also die 3 oder 4 dunklen Räume waren zu viel. 1, 2 hätten gereicht. Vielleicht auch als letzter Raum. Alles, was jetzt kommt, ist in meinen Augen, ja, nee, weiß nicht. Bin mal gespannt, was im nächsten Raum erwartet. Ich sehe so einen kleinen, in der Komplettlösung sehe ich so einen kleinen Teaser dazu und ich... Dieser Wichser hat mich verflucht. Dieser dreckige Bastard. So, Fertigkeit. Völlige Reinigung. Wunderbar. Weiß nicht, was es da oben gibt. Ist mir auch egal. Ich will hier einfach nur noch durch. Ich kann diesen Turm echt nicht mehr sehen. Der zieht an meiner Substanz. So, Walner müsste auch bald Level 48 sein. Ja, die Truhen interessieren mich alle nicht. Ich will da nur noch weiter. Nächstes Stockwerk und Ruhe. Lass mich durch. Ich will Abraxas fertig machen. Naja, diese eine... Ja, komm. Das war zu offensichtlich. Ich will nochmal speichern, für den Fall, dass ich jetzt wirklich auf diesen Penner treffe. So, diesmal gibt es leider keine Geheimgänge, mit denen man bescheißen kann. Jetzt muss ich das Rätsel machen. Hier gibt es Teleporter. Och nein. Das ist jetzt mies. Du hast jetzt hier einen Raum mit Teleportern, die dich, ja, ganz gut hin und her verachten. Zum Glück hat der Typ mir, der dir die Komplettlösung gemacht hat, auch die Teleporter nummeriert, dass man weiß, wo man hinkommt. Alter, dieser Raum. Nach diesem ganzen Kaugummi-Gezetere dann noch so einen scheiß Teleporter-Raum zu machen. Es gibt Übertreibung und es gibt Hass. Und Abraxas-Turm, ich weiß nicht, damit hast du ein großartiges Spiel doch zu sehr kaputt gemacht. Also ich bin nach Abraxas Turm, es ist zwar eine Sache, den geschafft zu haben und auch mit Komplettlösung bin ich schon genervt. Damit hast du das Spiel kaputt gemacht. Also, ja, das ist das Problem. Es hat so super angefangen, es war so schon viel Entdecken und allem drum und dran, aber Abraxas Turm, damit hast du echt nochmal den Vogel abgeschossen. Also das Spiel, ich nehme
50% von meinem Lobesgesang des Spiels zurück. So, diese Teleporter, die fahren. Das ist lieber, dass man das beim Silphscope, nur das beim Silphscope vielleicht ein bisschen übersichtlicher war. Und dass es beim Silphscope nur ein Gebäude gab, was so asozial war im gesamten Spiel. Und nicht zwei Räume so. Okay, links. So, dann nach rechts. Dann wieder nach links. Dann wieder nach rechts. Ja, so links-rechts-Kombi ist eine Sache, aber trotzdem. Nee. Man soll schon merken, dass das Spiel dem Ende zugeht und dass es hier Badass wird. Okay, dass der Turm impressive ist. Wunderbar, okay. Aber man kann es mit den Rollen übertreiben. Wie gesagt, die Dunkelheitsräume, da hätte ich vielleicht maximal 1-2 gemacht und keine. Wie viel waren es? 4, ne? Ich guck gerade nochmal nach. 1, 2, 3, 4. Da hätten zwei Räume vollkommen ausgeschickt. Die Ebene hier drunter war überflüssig. Also, nee. Der Teleporterraum. Also, wenn ich mir mal so angucke, dass du insgesamt 10 Teleporter bewegen musst, muss ich ganz ehrlich sagen, 3 oder 4 hätten gereicht, lieber Malex. Hätten vollkommen ausgereicht. So, L Nummer 4. Und dann wieder nach links zu L Nummer 5. Dann wieder nach rechts zu L Nummer 6. Und dann noch Höllenfuß, der verflucht. Also ich bin schon nah am Max-Level dran, ja, Level 50. Ich glaube wirklich 50. Höher kannst du nicht leveln, dann gibt es keine XP mehr. Aber... ich hoffe wirklich, dass du den Turm erstellt hast, weil dir jemand in die Eier getreten hat. Oder jemand hat es für dich, hat es deswegen gemacht. So, L Nummer 6. Wo ist die Nummer 7? Hier nach links. Ja, links-rechts kommen wir. Jetzt wieder nach rechts. Dann bei der Nummer 9 geradeaus. Und dann ist es das letzte. Okay. Also links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und wenn du dann 3 Teleporter hast, einfach geradeaus. Okay. Und du fängst mit dem linken Teleporter an. Also die Elaine muss jetzt nach jedem Kampf oder nach jedem zweiten Kampf eine Vampirheilung machen. Weiß nicht. Das ist schon ein bisschen hart. Klar, kritische Treffer sind geil, aber... also, Halleluja für die Komplettlösung, auf jeden Fall. Ansonsten wäre ich tot und hätte, ich hätte das Let's Play auf Eis gelegt. Ich hätte es aufgegeben und hätte wahrscheinlich aus Frust ohne die Komplettlösung hätte ich das Spiel aufgegeben. Wirklich. Ist wirklich so. Also ohne den Speicherkristall und ohne die Komplettlösung hier. Gerade für Abraxas Turm hätte ich das Spiel aufgegeben und hätte das komplette Let's Play gelöscht. So, hier kann man bescheißen. Einfach hier durch. Und dann da runter. Dann muss man den ganzen Scheißweg. Den muss man sogar gehen. Gibt ja keine andere Wahl. Wenn ich mir mal so den Raum angucke. Boah, nee. Gibt zwar viel zu entdecken, aber nee. Nein. Entschuldigt, ihr könnt es gerne von mir aus hier Komplettlösung angucken und es selbst komplett spielen und alle Truhen holen, wenn ihr wollt, bitteschön, aber
ohne mich. Das ist jetzt das vierte Video am Stück, wo ich nur Apraxas Turm benutze. So, jeder 1200. Ich meine, ist gut. Lane kriegt 49, Wallner hat schon längst 49 erreicht. Super. So. Hier, dann nach oben, dann hier durch. So, den. Hier gucke ich nochmal rein. Hier ist bestimmt nichts drin. Kleiner Beutel, Eisstaub. So. Speichern. Apraxas. Oh, Gott sei Dank. Da sitzt er, also jetzt ist er dran. Das ist Apraxas. Ach du meine Güte, da seid ihr endlich. Und es scheint, ich treffe einen alten Bekannten wieder. Was soll das bedeuten? Er ist schon so lange her. Was denn, Asgar? Was denn so lange? Ungefähr 400 Jahre, um es auf den Punkt zu bringen. Euer Freund, nun, durch mich wurde er zum Vampir. Wie bitte, das stimmt, ich erinnere mich. Sein Biss machte mich zum Vampir. Nun, eigentlich wollte ich ihn töten. Doch dann kam ein bisschen Vincent dazwischen. Das hast du mir nie erzählt. Ah, es ändert jetzt nichts mehr. Es wäre amüsant zu sehen, wie ihr euch bisher durchschlagen. Doch die Zeit ist gekommen. Im Übrigen muss ich euch bemängeln. Ihr seid ganz typischer Ton seid. Plündert einfach meine Ton. Das kann aber nicht so gut heißen. Aber ihr werdet gemütlich an euren Leichen flattern und pipapo, Geld, etc. Du löst Papier aus, damit du deinen verdammten Turm bauen kannst. Meine Motive geht euch nichts an. Ihr seid nur widerliche Abschauen. Na schön, zeigen wir unsere Macht. Ich kann nicht, wieso? Ihr wisst ja überhaupt nichts. Vampir kann seinen Schöpfer nicht vernichten. Es liegt in der Natur der Vampire und es wird immer so sein. Ich habe noch nie einen Vampir gesehen, der stark genug war, seinen Schöpfer zu vernichten. Dann werden eben nur ich und allein dich in Stücke reißen. Asgard wird es dir schaden, wenn wir ihn vernichten? Nein, solange ich ihn nicht selber angreife. Okay, dann wirst du bald ein Blutgeist sein, dass sich die Zeit verschwimmt, Blut gerinnt und Apraxas gewinnt immer. So einen dummen Spruch lässt du dir perfekt, stirb du Hure. So, das habe ich mir nämlich gedacht. Ich habe versucht, so schnell wie möglich zu lesen. Ich will mal gucken. Okay. Das habe ich auch beim ersten Mal so gemacht, so geguckt, wie weit ich gehen kann. So, jetzt ziehe ich einfach so schnell wie möglich durch, damit der Dämon bleibt, weil die Cutscene, über 40 Sekunden Cutscene ist ein bisschen lang, vor allem wenn man halt bedenkt, dass die Beschwörung dennoch abläuft. Aber Leichenfledern, alles klar, okay, Geld, pipapo, Motive geht euch nichts an, ich kann nicht, wieso, blöd gelaufen, mach hinne, ich spamme den Weiterknopf. Na komm, Zeit verschwindet, Apraxas gewinnt immer, Feuer frei. Oh, das war knapp. So, Apraxas erscheint, so wie deine Freundin Molana, verdammtes Schwein, was hattest du mit ihr zu schaffen? Haha, sie war mein Spielzeug, eine Falle. Du hast sie zu einem Monster gemacht, was für ein Blödsinn. Euer Werner aber machte sie zu dem, was sie letztendlich war. Sklavin immer, immer, bis ihr sie getötet habt. Falsch, wir haben uns geliebt, viele Jahre. Ja, in dem Jahr, dem du sie wohl kennengelernt hast, ist sie dummerweise von mir abgehauen. Welch fataler Fehler, von ihr abgehauen? Hatte sie dir das nie erzählt? Molan und ich waren ein Paar, viele Jahrzehnte lang. Sie war mein Eigentum, ich habe sie zu einem Vampir gemacht, sie war meine Braut. Doch eines Tages hatte sie wohl genug von mir und sie flüchtete. Das kann nicht sein, sie würde dich niemals lieben. Wer sagt denn, dass sie mich geliebt hat? Sie war nur mein Eigentum, mein Spielzeug, mein Lustobjekt. Erschaffen, um meine Gelüste zu befriedigen. Doch ich behandelte sie gut, machte ihr immer schöne Geschenke, Schmuck, schöne Kleider und dann hatte sie eines Tages genug und sie floh heimlich und landete anschließend bei dir und
Bei dir versteckte sie sich, bis sie sich dann doch endlich wieder, bis ich sie gefunden hatte und ihr die gerechte Strafe für die Flucht gab. Du hast sie brutal ermordet. Nein, das habt ihr dann getan. Ich hab sie nicht ermordet, nur misshandelt. Es war mir eine Freude. Du abartiger Bastard, sie war schon tot, du lügst. Falsch, sie lebte, sie war nur gelähmt von dem Schwert in ihrem Herzen. Und euer Zauber schlug dadurch fehl und machte aus ihr eine Wahnsinnige. Lügner, du hattest mit ihr Kontakt. Oh ja, nachdem sie von euch geflohen war, kam sie zurück zu mir. Gekrochen kam sie und sie flehte mich an. Oh, wie sie flehte, um Gnade, sie wolle zu mir zurück. Auf allen Vieren kniete sie vor mir, winselte wie ein Köter. Doch ich, in meiner unendlichen Güte, nahm sie wieder auf und erklärte ihr, dass sie euch in eine Falle locken soll. Ich zeigte ihr die Kristallhöhle, sie zerstörte Tradan und machte alles für euch bereit. Und ihr seid natürlich drauf reingefallen. Dumm nur, dass diese kleine Hure trotz allem nicht die Macht hatte, euch zu erledigen. Denn das war ihre Aufgabe, um wieder bei mir bleiben zu dürfen. Doch sie ist gescheitert. Ungünstigerweise habt ihr dann den Code für meine Höhle erfahren. Doch als Molana nicht antwortet, war mir bereits alles klar. Und ich bin hier in meinen Turm gereist und habe auf euch gewartet. Du bist wahrhaftig der abartigste und widerlichste Abschaum, der mir je begegnet ist. Oh, ich fühle mich geehrt. Das hat noch niemand so schön formuliert wie du, kleine Hure. Und warum bist du an deinen Turm geflohen und hast nicht in der Höhle auf uns gewartet? Gute Frage. Ich würde sagen, weil dieser Turm durch meine Magie verzaubert wurde und ich mich hier irgendwie heimischer fühle. Eben der richtige Ort, um euch zu erledigen. Außerdem macht die Magie des Turms mich stärker. Aber das nur nebenbei bemerkt. Dann wirst du jetzt sterben für das... Alter, könnt ihr mal aufhören, die... Alter Schwede. Aisha klingt irgendwie süß. Ein netter Name, den sie sich dann selber gab. Genug geredet, jetzt Zeit zum Ablaufen. Stirb! Ich hätte dich schon damals töten können. Und deine Leiche wäre in dieser muffigen Höhle vergammelt. Ach, was glaubst du, warum du noch lebst? Weil ich so gnädig war. Von wegen Gnade, da steckt noch viel mehr dahinter. Ganz verblödet bist du also nicht. Nun ja, du lebst noch, weil ich damals damit gerechnet habe, dass du in deinem Schockzustand wie wild herumsprichst, was du gesehen hast. Und damit wärst du sofort eine Gefahr für alle Vampire geworden, weil du damit einen erneuten Kreuzzug gegen die Vampire raufbeschworen hättest. Und so wärst du das Ziel aller Vampire geworden, nachdem... sie dich jagen würden, hätten sie mir einfach eine nach dem anderen vorgenommen. Du mieses Schwein, jetzt haben deine abartigen Spiechen ein Alter. Heiliges Licht, probier ich's mal. Elaine, mach mal ein Flammenmeer. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Schattenherrschaft. Alter, nee. Hat Heiliges Licht jetzt was abgezogen? Gefühlt war das eher meh. Abwehr, Geschick, Abwehr, Mental, Pipapo, alles klar. Naja, 140. Ich probier's mal mit einem normalen Angriff. Vampirheilung. Ich mache mal eine Schattenherrschaft. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Haha, ich bin gewappnet gegen deine Starre, du Lappen. Völlige Reinigung und Schattenherrschaft. Ich weiß nicht, ob das noch was bringt. Okay. Walder macht gut. Aua. Geil. 2000 Erfahrung, starke Seele, wunderbar. Es ist vorbei. Du Abschaum. Jawohl, kratz ihm die Augen aus. Schmor in der Hölle. Alles klar. Genug, ihr beiden. Er ist tot. Soweit man das so nennen kann. Ich kann es einfach nicht glauben. Aisha und Abraxas, ein Paar. Es ist so furchtbar. Es tut mir so leid für dich. Trauern kannst du später noch. Lass mal hier lieber umschauen. Er hat sicher noch ein paar Truhen voller Schätze. Vielleicht finden wir einen Anhaltspunkt, wo sein Geldgeber ist. Hm.
Dieser Bastard. Eines von vielen Apraxas-Opfern. Noch ein armes, junges Mädchen, das von Apraxas misshandelt wurde. Selbst vor Gläubigen schreckt er nicht zurück. Sie hält ein ziemlich verziertes Kreuz in der Hand. Nimm es mit, sicherlich was wert. Du willst doch nicht etwa von den Kirchenanhängern stehen. Wieso denn nicht? Es sind doch auch bloß Menschen. Ha, da hast du wohl recht. Ich würde sagen, wir nehmen es mit. Das ist ja das Kreuz, was wir noch ein Anhänger der Kirche. Das ist das Kreuz, was wir dem Vater zurückbringen müssen. Sollen. Und hier gibt's. Blutelixier. 4 Speichersteine. Heilelixier. Hier in der Kiste Wappen und eine, was auch immer. Das Wappen kommt mir bekannt vor. Verdammt, ich kann mich nicht erinnern. Das andere Teil könnte vielleicht ein seltsamer Schlüssel sein, aber ich habe so einen Schlüssel noch nie gesehen. Eine seltsame Pyramidenform. Wappen und Schlüssel? Na schön, dann haben wir jetzt einen Schlüssel und ein Wappen. Das hilft uns vorerst auch nicht weiter. Wie kommen wir hier weg? Die Pentagramme in der Mitte dieses Raumes könnten ein Teleporter sein. Schließlich muss der Praxis ja auch irgendwie rauskommen. Nee, ich will mich hier nochmal umsehen. Aber ich glaube, ich habe alles. Sieht jetzt nicht so aus. Ja, komm, das passt schon. Das passt schon. Oder? Endlich. Boah. So. Wir haben alles. Hab auch das Kreuz. Wunderbar. So. Damit geht's beim nächsten Mal weiter, Leute. Macht's gut. Ciao.